super duper Fun Day! Schatz, gib Gas! Gib Gummi! Für mich gibt es nämlich heute die zweite von drei Impfungen meiner Blasenentzündungsimpfung. Okay, danke schön. Habt für uns jeden Tag. Wenn es euch gefallen hat, kommt nochmal wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start in den Tag, beziehungsweise Ende der Woche gehabt. Bei uns ist jetzt gerade Sonntag. Das heißt, wir haben den Samstag tatsächlich komplett übersprungen, weil wir uns ausgeruht haben. Wir haben einen kompletten Off-Day gemacht, also wirklich Off-Off-Day. Das ist tatsächlich aber auch ganz okay und sollte auch mal sein. Vergesst immer nicht, Leute, dass ihr auch genug Zeit für euch selber braucht, für euren Körper und auch immer mal wieder einfach mal gar nichts tun müsst. Ne? Das ist wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig. Und das vergessen wir heutzutage leider viel zu oft. Hallo Frau Mahoni. Ich weiß nicht, ob man das auf Kamera hört, aber was geht eigentlich mit diesem Baum ab? Schatzi macht jetzt hier ein bisschen Nickerchen. Piep, piep, piep. Ja, ein bisschen kränkelt. Und ich mache der Dame in der Zeit Waffeln. Und ja, ich bin immer noch oberkörperfrei. Und das ist der mein Trapez. Ja, Oberkörper-League ist ja erst Ende des Jahres. Ich bin aber schon recht zufrieden, muss ich sagen. Ich habe gerade noch mal ein Video aufgenommen und muss echt sagen, so langsam geht es wirklich in die richtige Richtung. Ich bin zwar immer noch weit entfernt von meinem Traumgewicht, aber schon näher dem Ziel denn je. Und ihr wisst ja vielleicht noch, mein großes Ziel sind erstmal jetzt die 100 Kilo. Und da gönne ich mir die Torte und der komme ich jetzt schon wirklich nah. Denn ich habe das erste Mal die 105 geknackt. Das heißt, auf der Waage steht 104,9. Wirklich ganz knapp, aber es geht in die richtige Richtung. Das freut mich sehr, wie man vielleicht merkt. Jetzt mache ich auf jeden Fall der jungen Dame ein paar Waffeln. Fertig. Wow. Lass dir schmecken, Schatzi. Gute Besserung. Danke. Kümmert euch immer um eure Liebsten. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, es ist dunkel, Freunde. Ich war im Gym und wir haben gegessen. Das kann ich glaube wirklich niemand erkennen. Und zeig's den Leuten noch vielleicht besser, dass man das dunkel ist. Ja, vielleicht weißt du sonst. Hier, der Himmel, Freunde, ihr seht gar nichts. Sonst erkennt man es vielleicht nicht, wenn das im ersten Blick. Ich glaube auch nicht. Ja, auf jeden Fall Gym. Wir haben lecker gegessen. Und Grey's Anatomy geguckt. Wir haben gesündigt, wir waren bei McDonald's. Mhm. Aber ich habe es mir perfekt ausgerechnet, war immer noch in meinem Kaloriendefizit. Köstlich möchtlich, Freunde. Ach, Freunde, wir haben eine Kleinigkeit, also was heißt eine Kleinigkeit geplant, ein bisschen von etwas sehr Großem geplant. Mhm. Wir haben noch niemandem was davon erzählt, ne? Hier nicht auf Instagram, nicht nirgendwo. Wir machen jetzt schon sehr, sehr bald, was sehr geil ist. Sehr, 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 sehr bald. Also wirklich nicht so in einem Monat oder so. Also wirklich sehr bald. Wir freuen uns und ihr könnt euch auch freuen. Ja, warum machst du das so? Was? Nee, es sind einfach so Momente, wo ich gerade so richtig gut auf dich zu sprechen bin. Ne? Ich bin einfach mal abgenervt von dir. Ich hab dich auch lieb. Eine unsägliche Aufgabe, die ich nicht gerne mache, aber die natürlich auch gemacht werden muss. Frau Mahoni ist jetzt duschen gegangen und hat mir das Bett machen überlassen. Ich hasse es wirklich. Es gibt gefühlt nichts Nervigeres als Bett machen. Ja, dafür muss man am Ende des Tages sagen, dass es nichts Besseres gibt als ein frisch bezogenes Bett. True, true, true. So true. Gute Nacht. Diesen krassen Effekt mit der Hand, hat Kobi mir gesagt, soll ich machen. Schatz, wir haben gestern Abend die Hand dran gehalten. Wenn du morgen früh anfängst zu vloggen, dann mach das auf. Ja, das war jetzt wahrscheinlich ein sehr krasser Effekt. So, Freunde, ich sitze im Auto. Ich habe mir gerade hier schnell so ein Toasty-Ding für unterwegs gemacht und düse jetzt in die City. Für mich gibt es nämlich heute die zweite von drei Impfungen meiner Blasenentzündungsimpfung. Und ja, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, weil mir mein Arm jetzt gerade immer noch gut wehtut vom letzten Mal. Und beim letzten Mal bin ich ja echt krank geworden. Sollte auch normal sein, hat sie mir gesagt. Aber ich bin jetzt gerade so auf dem Weg der Besserung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass mein Arm halt jetzt noch weh tut. Und jetzt ballert sie mir gleich die zweite rein. Naja, wir hoffen ja, dass es was Gutes bewirkt. Ich bin auch echt gut in der Zeit, knapp. Deswegen beeile ich mich mal. Hallo Freunde. Oh. Ich glaube, das sagt alles. Ich bin gerade jetzt schon beim Arzt gewesen, habe eine zweite Impfung bekommen. Alter Verwalter. Das kickt hart. Also wow. Ich habe gerade schon auf Instagram in der Story gesagt, dass mein Arm immer noch wehgetan hat, so leicht von der ersten Impfung. Also ich habe es schon auch gut gespürt. Und ey, also es ist gerade mal
3 Minuten her, seitdem ich die Impfung bekommen habe. Und ich kann meinen Arm jetzt schon kaum bewegen. Es kickt nochmal anders als die erste. Also es tut richtig, richtig weh. Ich bin gespannt, wie die dritte wird. Die ist ja jetzt quasi in genau 7 Tagen wieder. Also nächste Woche Montag. Und ja, bin auch gespannt auf die Nebenwirkungen. Also bei der ersten hatte ich jetzt ja klar, ne, so ein bisschen leichte Erkältungssymptome, Angeschlagenheit, Müdigkeit und so. Und dass der Arm halt wehgetan hat. Ich bin gespannt, wie es jetzt kickt. Ich habe eigentlich sehr viel zu tun diese Woche. Aber ja. I did it, ich hab's geschafft. Jetzt fahre ich schnell nach Hause, bevor ich meinen Arm gar nicht mehr bewegen kann. Und dann mal schauen, wie es mir heute gehen wird. Ey, aktuell seht ihr mich wirklich immer nur noch oberkörperfrei, ne? Es ist unglaublich. Ja, das liegt entweder daran, weil ich aus der Dusche komme. Oder weil gerade vom Sport oder mich umgezogen habe oder sonst was. Das ist jetzt. Nee, ich präsentiere meinen Body ja nicht. Ich zeige ja immer nur mein Gesicht. Ja, trotzdem redest du jedes Mal darüber. Ja, weil ich. Langsam denke, die Leute denken vielleicht, es wäre strange oder es wäre ein neuer Fetisch oder so, aber... Das ist nur ein Fetisch, wenn du drüber redest. Ja, okay. Ja, ihr wisst auf jeden Fall, das ist... Das ist einfach nur ein Mann, der halt oberkörperfrei rumläuft, weil es halt warm ist. Ja, das ist die Begründung, tatsächlich. Hallo. Frau Mahoney packt auf jeden Fall gerade Pakete und ich schreibe jetzt ein paar Autogrammkarten für euch, die es in jedem Paket gibt. Boah, mit einer Hand ist das echt sehr schwierig. Aber wunderschön, da brauchen wir echt auch mal neue, ne? Eieiei, du hast voll den Glow-Up hingelegt seitdem. Guckt euch das mal an, Freunde. Alter. Zeig mal die Karte. Nee, da finde ich mich auch süß. Ja, du bist da. Das habe ich ja. Guck mal, das ist typisch Frau. Das habe ich doch gar nicht gesagt, dass du da nicht süß bist. Aber du hast halt nochmal einen Glow-Up hingelegt. Findest du zu dem Bild? Ja. Da sehe ich nicht ganz gut aus. Hä? Da denke ich mir so, oh, da war ich echt komisch. Also da fand ich mich ganz hübsch. Ja. Ach. Schatz. Das heißt, nur weil ich jetzt sage, ach, da fand ich mich ganz hübsch, heißt es ja nicht, dass ich sage, dass du sagst, dass ich nicht hübsch war. Männer. Frauen. So, Freunde, ich bin jetzt unterwegs. Ich muss extrem viel erledigen. Pakete wegbringen, Müllkippe, einkaufen. Also richtig, richtig, richtig viel. Aber ich mag solche Aufgaben. Solche Sachen, wo man wirklich was erledigen kann und dann auch wirklich was erledigt hat. Frau Mahoney hat mir eben diesen Becher hier in die Hand gedrückt. Da kann ich jetzt daraus trinken. Hier passen irgendwie 1,2 Liter Wasser rein. Und damit geht's jetzt los, Freunde. Vamos. Ich muss echt sagen, die Dinger halten gut kalt, ne? Weil ich bin jetzt ungefähr... eine Stunde unterwegs gewesen, anderthalb Stunden. Und das ist immer noch kalt da drin, ne? Egal, ob das jetzt von der Marke ist oder nicht, aber an sich sind solche Becher übelst nice, weil man hat einfach immer kaltes zu trinken, muss sich nirgendwo was kaufen, weil ich bin jetzt schon so, ich bin durstig. Ich hätte mit Sicherheit, so wie ich mich kenne, kurz bei Lidl angehalten, hätte mir ein eiskaltes Kong oder so geholt. Okay, das wären jetzt so 50 Cent oder so, aber ne, vom Prinzip her. Ich habe auf jeden Fall alles erledigt und ja, bin mal wieder ein bisschen mad auf den ein oder anderen Versanddienstleister. Vor allen Dingen auf einen. Anderer Name quasi für eine Luxusmarke. Jetzt verstehen wir uns wahrscheinlich. Jetzt habe ich Pakete weggebracht und da konnte man jetzt nicht mit Karte zahlen. Also bei dem Laden schon, aber beim Kiosk, also es war quasi ein Kiosk mit Versanddienstleister. Beim Kiosk hätte ich mit Karte zahlen können, aber alles, was über den Versanddienstleister geht, nicht. Also bin ich jetzt in der Hitze 10 Minuten hin und 10 Minuten zurück zur Bank gelaufen, damit ich in Bar zahlen kann. Ja. Aber ich hab's überstanden, Freunde, und das ist doch das Wichtigste, ne? Nee, ich glaub's nicht, Alter. Endlich. Energy. Dann kann ich das im Stream endlich mal probieren. Also ich glaube, wenn ihr das jetzt hier seht, hab ich's schon probiert, aber natürlich muss ja mal von allem eine Dose mitgenommen werden. Nice. Was eine wundervolle Natur, Freunde. Und was für eine tolle Frau, die Naturfotografie macht. Freunde, wir sind gerade picknicken und haben ein bisschen was für eine Koop abgedreht. Aktuell, jetzt gerade zum Beispiel, ist es super schwer, alles unter einen Hut zu bringen, weil man will ja irgendwie vloggen, euch up to date halten. Mone muss irgendwie Content produzieren, ich muss irgendwie eine Instagram-Story machen, sie muss auch noch eine Instagram-Story machen, privat aber, dann für den Content noch, boah, am besten noch ein TikTok und noch 6 Reels und, ey, das ist schon, es ist schon nicht ohne, Freunde. Aber wo will man schon meckern, wenn man bei so einer Aussicht arbeiten kann, Freunde, ne? Das muss man auch immer appreciaten und wir sind dafür sehr, 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 sehr dankbar. Und diese junge Dame geht wirklich auf in Fotografie und Video und ja. For real jetzt. Dafür sind wir wirklich sehr, sehr dankbar. Ne? Das geht manchmal irgendwie unter und man vergisst es irgendwie, aber wir haben das nur durch, also nur euch zu verdanken, dass wir das hier so machen können. Deswegen, dicker Schmatzer geht raus an euch. Heute leckt, ey, Freunde. Das ist immer der Tag, wo ich am meisten schwitze und K.O. bin. Guck mal hier, was sagt ihr? Zu diesem Rücken. Ja, Mann. Let's go. Immer Vollgas geben, Freunde, immer Vollgas. Heute ganz schick im Hemd. Läuft bei dir. Läuft bei dir, läuft bei dir. Aber
Was suchst du? Aua! Was suchst du denn? Genau das jetzt? Ja. Wie, was ist das? Wo kommt deine Tasche einfach? Hä? Wieso kommt die aus dem Wäschekorb? Weil ich die Binde nach oben nehmen wollte. Ja, Schatzi, Alter. Aber nee, wirklich, ey. Mal, einmal in die Kommentare, ein Traum im Hemd, wirklich. Sieh, das habe ich neu. Ja, ist voll schön. Guck mal. Ja. Oh. Oh. Ist das nicht süß? Das ist wirklich süß. Mach das mal rein. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt ein nices Video drehen. Tempo ist auch da. Was geht, was geht. Und was? Was denn? Ich mache meine Amazon-Bestellung. Wo ist er hin? Hier weg. Er ist vorbeigedüst. Ja, Schatz. Ja, hey, super schön. Das ist süß oder ist das hässlich? Das ist süß. It's cute! Ja. Nice! Freunde, erstes Video ist abgedreht. Food noch hinten war sehr nice. Und jetzt drehen wir ein Erinnerungskistenboxen-Video. Und das ist unsere. Echt? Ich bin mal rein gebrannt. Oh nein. Kann ich mehr. Ich hab so letztens so schön sortiert. Ja, dann kannst du jetzt nochmal aufräumen. Oh mein Gott, schlicht das bitte an. Ich kann nicht mehr. Naja, passiert. Good morning, Freunde. Heute ist Donnerstag und heute ist Super Duper Fun Day. Haben Kolby und ich ewig nicht gemacht. Er ist auch gerade noch nicht hier, denn er ist jetzt gerade erstmal im Fitnessstudio. Ich werde jetzt meine Wimpern machen, fahren gehen. Ja, irgendwie so. Danach hat Kolby noch einen Friseurtermin und. Also es dauert noch, bis der Fun Day startet. Aber dann haben wir einiges Cooles vor heute. Ich freue mich sehr auf den Tag. Haben uns so einen kleinen freien Tag heute geschaffen. Also heute ist irgendwie. Bin noch nicht ganz da. Ja, und ich freue mich. Und es ist schönes Wetter. Let's go. Hello, ich bin ready. Meine Wimpern sind wieder frisch. Schön. Tschüss. Willkommen, Freunde, zu einem unfassbar guten Tag. Denn heute haben die Mahonis mal wieder ein Super Duper Fun Day. Woo! Freunde, wer es noch nicht weiß, Super Duper Fun Day bedeutet bei uns, dass wir uns einen Tag lang frei nehmen oder Zeit freischaufeln, so gut es geht, und Dinge machen, die einfach Spaß machen. Egal, ob es kann alles sein, eine Aktivität, dass wir einfach Sushi essen gehen und so viel Sushi essen, wie wir können. Egal, ob es jetzt, weiß ich nicht, eine Sushi-Rolle 5 Euro mehr kostet, das ist ja Super Duper Fun Day, da wird das gemacht. Wirklich alles, worauf man, klar, wir kaufen jetzt nicht neuen Fernseher. Also, ne, soll sich natürlich noch in Grenzen und Maßen halten. Aber ja, da machen wir halt immer schöne Sachen. Und heute ist so ein Tag. Und dann Super Duper Fun Day beginnen wir mit die Sommerrodelbahn. Geil, Freunde. Geil, geil, geil. Ich war als Kind, weiß ich noch, mit meinen Eltern und meinem Bruder relativ oft auf so Sommerrodelbahnen und ich weiß, dass ich es geliebt habe. Ich habe es Jahre nicht mehr gemacht und irgendwie hat mich die Lust gepackt und ich muss seit Wochen an so eine Sommerrodelbahn denken. Ja, jetzt sind wir gedüst und sind ganz gespannt. Heute ist aber ein super duper Fun Day. Das sieht nicht funny aus, was sie da machen. Ja, ich muss leider noch kurz arbeiten. ist okay. Ich warte in der Sonne, ist auch okay. Ich bin richtig gespannt, wie es ist und ich habe schon gesagt, hoffe, dass es Spaß macht und ja. Das wird. Das ist so cool. Wow. Man sieht schon hier die Bahnen. Ich habe gerade gesagt, irgendwie sind nur kleine Kinder hier. Ich hoffe, dass das auch für Erwachsene ist, aber wir schauen mal. Das sieht so cool aus. Da kann man einfach diesen kaputten Berg so lang düsen. Ah, ich freue mich. Schatz, und da bitte, ne? Bremsen, Schritt, Tempo, danke. Das, da hältst du dich auch dran, ne? Sehr, sehr gut. Hey, guck mal hier. Das sind unsere Schlitten, Freunde. Ich habe gerade schon gesagt, da ist ja nicht mal ein Sicherheitsgurt dran. Aber hier sind auch gerade kleine Babys gefühlt lang gerodelt. Also, super. Müssen wir nicht selber hochlaufen. Der zieht uns hoch. Schön für Faule. Ganz toll. Freunde, wir sind drauf! Oh mein Gott, wir sind drauf! Wie hoch geht es bitte? Ja, man muss ja auch ordentlich runter. Ich fände es besser, wenn man ein Board hätte. Ja, das. Das gibt es hier leider nicht, Schatzi. Wir fahren einfach durch die Natur hier. Ja! Es sieht auch echt schön aus hier, muss ich sagen. Ey, gerade sagt sie doch so, sie wird Vollgas geben und jetzt zuckert sie so vor mir her. Schatz, gib Gas! Gib Gummi! Ich halte Abstand, ist ja gut. Oh Gott. Woo! Wie sie schreit. Okay, Schatzi, ich sag dir ehrlich, von hinten war die erste Fahrt nicht so erfolgreich, ne? Nee. Wie fandst du's? Ja, bisschen schnell, ehrlich gesagt. Okay, die nächste Runde geben wir jetzt mal richtig Gas, ne? Ja, voll. Nee, jetzt machen wir erstmal nochmal eine Warmmachrunde und danach geben wir Vollgas. Okay. Oh mein Gott, war das hammerhaft geil. Also wirklich, es war
Spaß war. Es hat so viel Spaß gemacht. Und das ist übrigens die Sommerrodelbar in Altena. Ist nicht ganz so weit von Köln und Bonn. Also kann da eigentlich jeder mal von euch vorbeischauen. Es hat so viel Spaß gemacht. Frau Mahoney ist tatsächlich schon wieder so ein bisschen Tierfotografin am Machen. Ich kann leider nicht filmen, weil da ganz viele Kinder drumherum stehen, aber war wirklich sehr, sehr toll. Guck mal, der steht ganz schön gefährlich am Abhang, ne? Da geht's stark runter, Junge. Nicht runterfallen, bitte. Oh, wow. Wir haben Lagerfeuer gemacht. Ich komm nicht mehr hinterher. Manchmal weiß ich irgendwie nicht, ob der den Hund liebt oder hasst. Den Bär, ne? Ja. Keine Ahnung. Was ich sagen wollte, man kommt nicht hinterher. Wann haben wir das letzte Mal gevloggt? Beim Brodeln, ne? Ja. Ja, wir haben seitdem ja auch nur gegessen und jetzt Stockbrot gemacht. Ja, aber trotzdem, warum vloggen wir nicht auf der Heimfahrt? Dann wieder, dass wir hier sind, dann, dass wir essen, dann, dass wir hier Stockbrot machen. Ja, das ist manchmal wirklich verwirrend. Stellt euch einfach vor, ihr habt gesehen, wie wir nach Hause fahren. Und Stockbrot essen, gemacht haben. Wie wir Stockbrot machen. Und da ist noch der Teig, Freunde. Der Rest ist auch schon weggeräumt. Wir sind wirklich gerade. Habt ihr es gesehen? War krass. Schreibt in die Kommentare, wie krass die Szene war. War wirklich krass. Stockbrot war köstlich. Hm. Schreib rein, Stockbrot sah mega aus. Guten Morgen! Morgen! Ich sehe aus wie Hagrid, Little Hagrid, war gerade für den Schuh. Und wir machen jetzt gerade ein kleines Mittagspäusle. Schatzi ist immer nicht im Fitnessstudio, so wie sonst immer. Mhm. Und deswegen haben wir uns zusammen Nudels gemacht. Wow! Also wie lange diese Sucht schon anhält, das ist langsam wirklich nicht mehr lustig, ne? Ja. Dazu essen wir übrigens immer Mozzarella, weil das auch immer so viele fragen. Einfach so in die Soße tunken. Geil. Komm, auf geht's! Kirmesspaß! Partyspaß! Eieieiei, Freunde, was geht ab, was geht ab? Wir haben uns gerade fertig gemacht, ich war duschen, chill gerade ein bisschen im Bett. Und für uns geht's jetzt auf den Pützchensmarkt. Wer aus Bonn oder Köln kommt, sollte den eigentlich kennen. Und wir haben da heute Lust vorbeizuschauen. Vielleicht ist ein oder andere Attraktivitätsding zu machen. Aktivitäten oder Attraktionen? Du Schlummer! Bubel! Was? Ich weiß nicht, ich wollte irgendwas werbefreundliches sagen. Perfekt. Mal gucken, was es wird. Du Schlummerdubel. Dubel vor allen Dingen. Ja, weiß ich ja nicht. Schlummerlümmel. Schlummerlümmel. Du Schlummerlümmel. Schaut, wer da ist. Ich. Schaut euch mal die da hinten an, die vloggen jetzt auch. Krasse, krasse Nummer. Hallo, darf ich jetzt nicht mehr unangenehm sein? Freunde, wir machen heute einen super duper geilen Day. Wir düsen auf eine Kirmes. Auf dem Pützchensmarkt in Bonn. Das ist eine richtig fette Luzi. Und da düsen wir jetzt hin. Kobi holt das noch ganz schnell in der Apotheke ein Medikament für mich ab. Was ich brauche und dann Abfahrt. Abfahrt. So, und jetzt müsst ihr aufloggen, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Also das erste Problem erstreckt sich direkt. Wir mussten leider weit weg parken und jetzt ganze 500 Meter gehen. Bodenlos. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft für uns, für euch zwei Sportskanonen auch nicht. Aber wir sehen schon das erste Fahrgeschäft von hier. Das gibt uns Kraft und Motivation. Du laberst einen Scheiß für 500 Meter. Ja, ja nicht. Es ist so heiß, es ist so schönes Wetter. Ich fühle mich gerade wie, als wenn wir am Santa Monica Pier. Santa Monica Pier. Ja, oh mein Gott, guckt euch bitte an, wie hoch das ist. Und die hängen einfach da oben. Ich glaube, weil die unten, da ist nochmal so ein Ding. Die steigen gerade neu ein und jetzt hängen die da einfach. Ich kack ab. Oh mein Gott. Ready, ready. Mein lieber Gesangsverein, was war da schon wieder los? Junge, 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 Junge. Das war zu viel Info. Ja. So, wer wieder mitmacht bitte. Dankeschön. Habt einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, kommt nochmal wieder. Nach dem Schock brauche ich erstmal einen Snack. Und ich habe mir gerade überlegt, wir zeigen euch jetzt alles, was wir heute auf der Kirmes essen. Gerade haben wir zwei Pizzabrötchen. Gefüllte Pizzabrötchen, Margherita-Style. Mhm. Geil. Leckere Pommes. Und wilde Maus, Freunde. Es geht los. Als nächstes gibt es Reibekuchen. Geil, geil, geil.
falls ihr euch übrigens fragt, warum wir so viel essen, alles, was wir holen, teilen wir durch vier. Also wir sind nicht gefräßig. Also schon auch, aber nicht so sehr, wie ihr denkt. Als nächstes Slush-Eis, Freunde. Wir machen auch Aktivitäten. Sieht so aus, als würden wir nur essen. Geil. Nee, das war das Beste, was ich je nach unserer Hochzeit in meinem Leben gemacht habe. Da war sie gerade drauf. Man, wir sind nur am Essen. Ja, Schoko-Erdbeeren, Freunde. Wir hatten gerade die sympathischsten und nettesten Leute am Stand. Da fragt man sich so, warum sind manche Menschen so unfreundlich? So, warum sind nicht alle immer so glücklich und happy? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall auf dreist gefragt, ob ich eine Macadamia-Nuss probieren kann. Sagt so, nee, das ist nicht dreist. Gib mir eine. Und dann sage ich so währenddessen so, ja, wenn die mir schmeckt, dann nehme ich 100 Gramm. Jetzt habe ich probiert und die sind so lecker, ich habe wirklich 100 Gramm genommen. Also Macadamia-Nüsse und Schoko-Erdbeere natürlich für Frau Mahoney. Geht ja nicht anders. Es ist inzwischen so unfucking fassbar voll geworden. Das ist wirklich unnormal. Und wir sind jetzt schon auf dem Nachhauseweg, ehrlicherweise. Aber ein Pikachu geht trotzdem noch. Spaß. Hallo. Wir hatten einen super tollen Abend. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hans und Vicky waren jetzt noch gerade da und jetzt haben wir uns verabschiedet. Und ich weiß gar nicht, wann das hier online kommt, aber für ja eine längere Zeit, ne? Und es war sehr emotional. Wir haben einfach gemerkt, dass wir uns jetzt 3 Wochen nicht sehen. Ja. Das ist so krass, so eine lange Zeit. Wir sehen die eigentlich so irgendwie immer, ne? So mindestens 1-2 Mal die Woche eigentlich. Safe. Ja, aber das wird cool. Heute ist der 12.9. Ein ganz besonderer Tag, denn heute hat Judith Geburtstag. Zum 25-jährigen Geburtstag dachte ich mir, schenken wir ihr doch mal was Besonderes.